moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video heute von Winterberg. Moin. Jetzt bin ich gerade mit dem Bike und hier ist ziemlich los. Fahre ich ein bisschen spazieren. Was haben wir? 10 Uhr jetzt. Und dann um 12 Uhr, die machen auf, Vorbereitung für den Whip-Off. Dann lasse ich das Bike und gehe ich mit dem Bus nach unten. Weil hier ist der Parkplatz ein bisschen weit. Und bin sehr gespannt, wie cool wird, wer treffe ich und so weiter. Und jetzt nehme ich euch mit auf dem GoPro und wünsche ich euch viel Spaß mit dem heutigen Fun Stuff. Hier ist richtig los, aber. Gas, Chef, Gas. Hier die Kinder. Send it. Yes. So, Leute. Gefühl ist mega. Ich bin hier einfach sehr, sehr zu gespannt, weil ich zu selten hier komme. Und deswegen, ja, muss ich mich gleich hier dran gewöhnen. So, jetzt habe ich das Bike gelassen. Muss ich hier 1 Kilometer unter ein bisschen laufen. Und dann zeige ich euch, wie los ist da unten. Guys. Sorry to disturb you. I just wanted to say to some people, am I allowed to vlog in? Do what you want, mate. Yeah. Yeah. Go for it. I'm very, very happy to see you in Rio. Awesome. Yeah. Very, very excited. Nice one, mate. That's so cool. Man, I'm watching your videos every day. Oh, yeah. Really? And. Gets you pumped to ride, does it? Yes. Awesome. Yes. Nice one. But mate. Now I'm pumped to see you in cool. Rio. Und da oben startet er rein. Jetzt ist er an der Hip mit einem Tailwhip. Der Zachary hier on course. Erster großer. Jawohl, Double Tailwhip fährt da mit dem Manual raus. Ein bisschen rausgeschossen, aber er ist wieder auf den Beinen. Klatscht in die Hände. Bei der Nummer Juli. Und die Winterexpertise auf allen Niveaus international sind sie schon unterwegs gewesen. Ich würde sagen, für ihre Leistung müssen wir auch nochmal oder macht richtig Lärm. Für unsere Judges, das ist ein Peter Henkel, Grand Chopper Feature, Gark. Nice.
Zaun immer schön die Händchen ausstrecken, damit nochmal abgekratzt wird. Oh, heavy stoking! Geil! Whip-Off, presented by Spank, beim IXS Dirt Masters 2023 und Jul. Ich überlasse das gerne dir. Oh, vielen, vielen Dank. Alles klar, wir machen jetzt Entscheidung. Ihr müsstet zweimal Gas geben. Erinnert euch an unseren Stufenplan. Jetzt geht es um Stufe 2 und 3. Habt das im Hinterkopf. Wer würde sagen, dass der krasseste Whip hier von der Ramona Kupfer-Schmidt kommt? Der Klatsche in die Hände! Wer würde sagen, der beste Wurf, der kam von Lina Körner!
marschieren zur Platz 1, die Queen of Best Whip. Und holt hier die Krone bei den TSG Whip of Recycled by Spank. Unglaublich. 14 Jahre mit dem fettesten Whip. Das hier ist euer Applaus, Mädels. Lina Brüder und Ramona Kuppenschmied. Und eine gute Zeit zu haben.